Hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Scheiße. Oh mein Gott. Let's Play Scheiße. Meine Fresse, ich glaube, da schneide ich vors Intro. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2 Among Thieves Part 3. Denn wir haben hier das letzte Mal die Sprengladung scharf gemacht, nachdem Chloe uns in der Zelle gefunden hat, weil Flynn uns verarscht hat. Und haben festgestellt, dass Flynn mit Lazarevic oder so unter einer Komm mit Decke rein, komm her, steckt. ich helf dir hoch. Deswegen müssen wir Alles klar. jetzt. Los, Süßer, hoch mit dir. Süßer. Alles klar. Echt hübscher Hintern, Sally. Danke. Sehr nett. Okay. Auf jeden Fall war der ein Arschloch und wegen dem sind wir in der Zelle. Sag mal, Sally, musst du mir eigentlich ins Wort fallen? Oh, hier geht's nach oben. Geiler Ausblick. Ja. Was für geile Dschungelsounds dieses Spiel auch hat, ne? Eigentlich dachte ich, wir müssen in die Karre steigen, aber so wie es aussieht, hä? Ach so. Vielleicht sollte ich vorher meine Augen öffnen, bevor ich hier irgendwas mache. Das verdammte Ding geht ständig kaputt. Los, reparieren wir es, damit wir hier rauskommen. Sie sind nicht bewaffnet. So viele sind's nicht. Worauf warten wir? Die schaffen wir. Weiß nicht, Sally. Vielleicht. Alles klar. Ich boxe sie in die Fresse. Und euch gleich auch noch. Klar, K.O., weil ich dich über mich geschmissen habe, weil ich so viel Muckis hab. Komm, ich schau dir ins Gesicht. Haha. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hey, hat doch prima geklappt. Da kommt noch einer für dich. So toll. Bin ich. Oh, jetzt aber. Ja. Zack, ins Gesicht. Ja, das war natürlich leicht. Los, an die Arbeit. Was meinst du mit Frivol? Meinst du, wir finden das Lager, wenn wir dem Schlauch folgen? Immer stur den Schlauch folgen? So wie in Montreal, hä? Huh? Das wirst du niemals vergessen, Mann. Ach so, das dicke Ding da. Kann ich hier rüber? Vielleicht kann ich es ja von hier besser sehen, ist den Schlauch. Hä? Also geht's hier nicht weiter. Jetzt bin ich total wahnsinnig. Ich bin also hier runtergesprungen, ja? Aber habe nicht gecheckt, dass ich auf der anderen Seite wieder hochgekommen bin. Also wäre es sogar richtig gewesen, hier jetzt lang zu gehen, dann ist das gar nicht der Rückweg. Hier ist sogar der Schlauch. Siehst du, ich mache meine Augen zu wenig auf. Kapitel 4. Die Ausgrabungsstätte. Da vorne muss das Lager sein. Kapitel 3 war aber kurz. Okay, alles klar. Warte, warte, nur eine Sekunde. Drei Monate ohne Fund. Ja, ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Das muss Lazarevic sein. Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Dafür hast du mich betrogen.
Nein, Zoran, ich kann's erklären. Nein, das ist nicht nötig. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten. Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Wird bald! Sucht alles ab! Na los! Okay, auf geht's! Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. So ein Trottel hat ja ein Scharfschützengewehr vergessen. Vorsicht, Nate. Sieht aus, als hätten sie ein paar Wachen zurückgelassen. Ja, okay, komm her, komm her. Showtime. Ja, tot bist du. Gib mir deine AK. Und du bist auch weg. Richtig. Ja, genau, habe ich ja gesagt. Hallo, würdest du? Komm her. Put, komm zu Papa. Papa hat Abendbrot für dich. Und für dich auch hier. Leckere Mahlzeit. Ich glaube, ich hätte die Pistolen mal nehmen sollen, weil ich habe gar keine. So. Dann wollen wir doch mal. Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sally. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher. Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Wart mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Sie hielten den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Wart mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem Heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Fracht? Ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist, wonach sucht Lazarevich dann? Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit ab vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt, Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh, Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Sie sind tot. Oh, Mist. Such alles ab. Bleib unten, ich geb dir Deckung. Anna? Ihr da. Wie praktisch. Um eine Granate gezielt zu werfen, halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie L1, ja? Hallo, mach ich doch. Achso, L1. Halten Sie L1 gedrückt, um mit der Granate zu zielen. Achso, oh. Granate!
links. Okay. Komm her, ich mach euch kalt, kein Problem. Ihr seid nur hässlich. Sie kommen durch die Mitte. Sag mal, diese AK ist ja sehr, sehr zielgenau. Nicht. Am Arsch, ich schieß dir in den Hintern und dann bist du weg. Und dir schieß ich in den Kopf. Oh, das ist Sully. Oh Gott, nein, das war nicht... Nein, 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 nein. Ich sagte, ihr macht mich nicht kalt, also macht ihr mich auch nicht kalt. Oh yeah. Leg mich doch am Arsch. Wie lange hast du eine Slow-Mo-Rolle gemacht? Ach Gott. Ja komm, ich schieß hier in dein... Alter Schwede, komm. Wo sind sie denn jetzt hin? Da ist einer, da ist einer. Die kommt von der Seite. Ja, ja, ich merk's. Jetzt geht's los. Sie kommen näher. Ja, wo denn? Hier ist Munition, hallo? Nein, 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 das wollte ich nicht nehmen. Ist bestimmt... Hier war gerade... Ah. Ja, ja, ich komm ja schon. Verstärkung! Zurück, Nate! Ich helfe dir von hier aus! Ja. Aber ich muss erstmal meine Munition suchen. Leck mich doch am Arsch. Geh zur Pistole. Oh Gott. Ich bin im Eimer. So ziemlich. Geh doch in Deckung. Wie geht man denn? Bin ich eigentlich bescheuert? Okay, im Wasser liegen auch noch Waffen, merke ich gerade. Ich habe auch welche im Wasser erschossen. So. Nee. Du gehst mir auch ganz schön auf den Sack. Mist! Ach, wir sagen den Turm in die Luft! Okay, Sully. Verdammt! Ja, ja. Alles gut. Turm weg. Da lag noch eine Granate. Und hier liegen überall Kugeln für mich. Auch noch andere Munition gefällig irgendwo. Ja, das sieht super aus. Ich hatte hier vorne im Wasser. Ach, das habe ich schon aufgesammelt wahrscheinlich. Hier im Wasser noch irgendwas? Ne, gut.
Hier geht's hoch. Ist nichts. Ja, ja. Hier geht's aber auch nicht weiter. Da war ich in eine Sackgasse gelaufen. Aber ich habe alle erledigt. Hä? Ich sehe schon. So. Ja. Kletter hier hoch. Ey, die Leute haben mich gerade eben voll fertig gemacht, ey. Ich bin überhaupt nicht mehr. Sieh dir die Steine an. Jetzt läuft die Sache. Ich bin überhaupt nicht mehr gewohnt zu zocken gefühlt. So kommt mir das vor, als ich das letzte Mal Uncharted gespielt habe. Also nicht letzter Part, sondern davor. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Also, da soll Marco Polos Männer. Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Hier runter. Wow. Wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, die sind alle sau. Sie haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Die haben auch wahrscheinlich sehr, sehr lang da gelegen, ne? Wie Nathan Drake schon gesagt hatte. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Ja, guck dir diesen Riesenkopf an. Alter. Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Doch. Wieder hart. Das habe ich schon mal gesehen. Sally, ich brauche Licht. Oh. Oh. Eine blaue Fackel. Warte mal. Aha. Das ist Blut. Es ist überall. Hier gab es einen Massaker. Okay. Finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Mit der Fackel sieht man also das Blut, ja? I. Aber Blut ist eigentlich nicht blau, oder liegt das daran, weil es blau brennt? Habe ich jetzt die Spur verloren? Ne, hier ist auch Blut. Sie endet an dieser Wand. Ja, seltsam. Ja, dann wollen wir die Wand doch mal beiseite räumen. Da bewegt sich was. Sally, hilf mir. Ich hab mir wehgetan. Jo, passiert. Die Spur führt hier rein. Oh Mann, noch mehr Leichen. Wie schrecklich. Sag mal, spinne ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Ach was, nein. Lass die Schauergeschichten. Nein, das könnte gut sein. Seht doch nur. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger. War nur Spaß. Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle.
Aha. Moment mal. Ist das das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja, allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine, den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay, bis dann. Auf geht's. Dann wollen wir mal. Also gehen wir jetzt nach. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Zu den Tempeln. Ja, ja. Hilf mir mal, Nate. Oh, verdammt nochmal. Komm. Harry! Hier drin! Das ist Drake! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück, Mann. Sei still, Sully. War ja klar, dass du kommst. Und du? Victor, verdammt, Sullivan! Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm. Sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Na los, Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Na, Chloe, du musst mit uns kommen. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft! Auf geht's! Ich mag sie! Ja, genau dein Typ. Und weiter geht's. Los, lauf! Ah, Gott. Geh mir aus dem Weg. Ich schlag dir in die Fresse. Geh mir aus dem Weg. Alter. Geh doch. Achso. Ja, ich will ja. Aber er macht nicht. Sundance, bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, wenn sie uns kriegen, bricht ihn Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach was, fange ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist.
Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist. Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Oh, Scheiße! Mist! Du hattest recht, Lazarevich ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Wie nett. Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Kämpfer zu finden. Nate? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wer ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Ich habe Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Nate, alles in Ordnung? Ging schon besser. Jetzt geht's bestimmt weiter, hm? Kapitel 5. Häuserkampf. Halten Sie, ja. Schon klar. Schieß. Oh Gott. Lauf, ich hab keine Munition mehr. Alter. Ich bin tot. Wieso war ich tot? Schieß. Schieß. Nicht schon wieder, was mache ich nur falsch? Achso. Jetzt hat's geklappt, hä? Alter Schwede. Junge. Ja. Okay. Der alte Markt. Der muss da sein. Such den! Mist. Nee. Los! Wie könnt ihr Penner überlebt haben? Haltet die Augen auf. Was geht denn jetzt ab? What? Oh Gott, das war dumm von mir, so mich so offensichtlich zu präsentieren. Ich bin tot. Siehste, jetzt hat's doch geklappt. Okay. Jetzt muss ich nur noch Chloe finden. Ich gehe jetzt erstmal gucken, ob den Leuten das im Bus gut geht. Was ist, wenn es denn nicht so gut geht? Deswegen muss ich da jetzt mal... Oh, FAL. Ist natürlich auch... Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ach, da gehe ich wohl besser nicht lang. Junge. Ne, da ist keiner mehr zu retten von. Alter Schädel. Aber wie es hier weitergeht, das... erfahren wir in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, bis zum nächsten Mal, euer HRD Gamer.